Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit einem neuen Charakter, einem Healing Hands Smiter, also mit Niederstrecken, macht sehr viel Schaden durch einen Buff, den es zum Beispiel hier gibt und ja, groß AOE, dann hat es mehrere Verstärkungsauren und das macht ihn zu einem tollen Bild, um jetzt einfach mal ein bisschen weiterzumachen. Ich habe nämlich das Gefühl, ja, es wird jetzt langsam ein bisschen schwieriger, auch wenn er schneller wurde, der Hexen, also die Hexenmeisterin. Aber genau, ich möchte ja vorwärts kommen und ich habe nicht so das Gefühl, dass ich so viel aushalte, so mit zu starken Gegnern. Oh, ich muss diese Attacke da gut einsetzen, geplant und so viele Effekte sehen und so. Weil ich starke Probleme habe momentan mit meiner Nervenkrankheit, MECFS. Und die gehört halt schon zu einer der heftigsten Krankheiten, wenn du einfach nicht schaust, dass du, ja, dir es angenehm gut geht oder den, ja, Reiz und so nicht dämmst oder wenig machst, dass du Reize bekommst und so weiter. Von, ja, Sinnesreizen oder ja, spielerischen Reizen. Und ja, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen Suticune gespielt. Das ist wieder ein bisschen kompliziert und das schränkt mich ein bisschen ein, jetzt auch hier in Last Epoch. Also ich spiele einfach nicht gerne komplizierte Spiele, schwere Spiele, also so Spiele, wo man einfach irgendwie sehr viel denken, sehr viel Reflexe haben muss, genau. Und so Sachen und ja, das ist für mich eigentlich optimal. Ich habe auch den Löffel hier jetzt und das Inventar irgendwie nicht aufgeräumt, weil ich jetzt einfach durchgerusht bin. Und genau, jo, es gibt so ein paar Sachen. Also ich kann hier auch diesen, ich glaube Anomalie heißt es, ein Abgrundecho ist das. Anomalie ist etwas anders. Und dann auch das Zeit zurücksetzen, was mich auch wieder bufft. Und dann noch das Heilige Schild, jo. Und ja, es ist einfach defensiv. Ich habe hier die Resistenzen, wo ich beim Hexenmeister ja zwar schon ein bisschen hatte, aber es sehr schwer war, dort genügend Resistenzen zu haben. Oh, der sieht cool aus. Meine Güte, so groß ist. Der Gegner ist nicht immer da, aber jetzt ist ein großer Gegner hier gewesen. Richtig cool. Jo, und ihr seht es, er macht sehr viel Schaden. Viel mehr als der Hexenmeister. Den musste man auch noch ziemlich genug zielen, oder? Und da die Hinrichtung, die ist eigentlich Auto-Aim. Also, wenn ihr hier hinzieht, dann zieht ihr auch dort oben irgendwie. Also da kommen dann auch so Dinge. Also ich muss... Hier geht es jetzt gerade nicht so gut, okay. Ja, ein bisschen, also so, weiß nicht wie viel, aber doch nicht so, wie ich dachte, aber... Ah, genau, wenn man einen Gegner in der Nähe zieht, Ding, dann wird dort oben auch noch ein Gegner getroffen und so. Das war nicht richtig cool, sowas. Und ja, ich bin jetzt noch nicht so gut im Bild drin, weil ich nur durchgerusht bin, gestern Abend und heute. Deshalb kam leider... Oh, geil, ich habe dieses Unique, das alles abfeiern, direkt mal gefunden. So geil. Und, ja, ich habe eben einfach gestern nur einen Part aufnehmen können, weil ich so flach war bei dem, nach der ersten Aufnahme von Suticune. Wenn es um Gestalten geht, ich zerbreche mir den Kopf so extrem. Da sind alle meine Fähigkeiten völlig extremst, ja, im Kopf herumschwirren. Und das überhitzt meinen Kopf einfach. Ich bin gestern nicht gut, ich bin auch nicht gut schlafen gegangen. Ja, ich habe dann doch nochmals ein bisschen mehr Last Epoch noch gespielt, damit ich einfach fertig bin mit dem Bild. Und das ist jetzt ziemlich ein chilligen Bild. Also ich hatte jetzt nie Probleme, irgendwann mal zu viel Schaden zu kassieren. Ich heile sie auch dann immer wieder sofort. Heilige Hände. Oder heilende Hände. Und ja, das setzt sie auch immer ein und dafür bekomme ich ja eben diesen passiven Buff vom Paladin Skill Tree in der Mitte oben.
Und jo, so können wir eigentlich jetzt momentan wirklich gut vorwärts kommen. Und ja, es steht, es ist wirklich so zum Monolithenfarmen sehr gut geeignet. Also, wir sind gar noch nicht so stark, wie ihr denkt. Also, wir haben ein paar Buffs einfach noch nicht, die wirklich sehr OP sind. Die Items natürlich nicht und vor allem das Bluten nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie die Chance auf 20% Bluten durch eine Götze. Aber sonst habe ich noch kein Bluten. Und der B geht dann wieder mit dem Katalysten da, wo ich das letzte Mal beim Blutpaladin, Bluthammerdin, ausgewählt habe. Benutzt habe. Jo. Also es geht dann mega ab. Weil Bluten dann auch nicht mehr so abklingt. Genau, 11% Chance auf Blutung betreffend mit hohen LP. Also nur wenn ich hohe LP habe, das ist ab 60% oder ich weiß nicht so genau. Also es ist ja niedrig. Es gibt ja Bild Low HP und die sind unter 30%. Dann müsste es eigentlich über 70% sein oder über 60 oder über 80, ich weiß es nicht so genau. Jo. Setze ich auch ein paar mehr Fähigkeiten ein, wenn es nötig ist. Aber hier habe ich nur kurz Heilung eingesetzt, heilende Hände. Dann ziehen wir Anomalie und dann ist er auch ziemlich schnell tot. Und ich muss mich nicht um Lawine kümmern, also ich muss dem nicht auswählen. Das ist gut. Was in Akt 6 gab, sind so Tiere, die aussehen wie, jetzt muss ich gerade ein bisschen nachdenken, wie die Swarmblade-Form. Und, jo, die schießen so Blutmörser und die haben Schaden gemacht. Ja. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie meine Kugel so ein bisschen weiter als die Hälfte runterging. Jetzt hier auch ein bisschen. Ich habe wahrscheinlich wenig Cold Resistance. Ja doch, ich habe 67. Ich habe irgendwo Cold Resistance gewollt hingesteckt. Naja, okay. Kann schon sein, dass es irgendwo Item gibt mit guter Cold Resistance. Und ja, der Paladin hat ja noch ein bisschen. Wenn man da kurz hier. Hier hat es nicht drauf. Elementarwiderstand hat sie drauf. Elementarwiderstand hier. Ja, okay, aber nur so nebenbei. Ja, ich habe nichts so Cold Resistance so drauf. Naja. Keine Ahnung. Aber, jo. Ein Paladin hat es einfach leichter. Muss es ja leichter haben. So, und irgendwann mal gibt es dann die passiven Builds mit Bluten und dann habe ich vielleicht irgendwann da auch noch ein anderes. Hey, ich konnte das nicht ansehen jetzt. Okay. Ein bisschen lange Cast-Size, dieses Beutteil. So. Auch ein schwerer Boss im Nahkampf und so. Kann fast nichts machen gegen uns. Wieso ist das so OP? Wieso haben die Entwickler das nicht gemerkt? Einfach so habe ich gedacht, okay, wenn ich doch ein Bild habe jetzt, wo steht, ja, der ist broken, dann muss ich ihn spielen. Einfach so, damit es meiner Krankheit besser geht. Oder mir besser geht mit meiner Krankheit. Und jo, ich auch ein bisschen Spaß habe, weil für mich muss es nicht unbedingt sehr schwer sein. Für mich muss es actiongeladen sein und das Item finden und so macht einfach mehr Spaß, wenn es schneller geht. So. Bin jetzt nicht derjenige, der umhört, weil das Spiel zu leicht oder zu schwer ist. Aber es tut mir schon ein bisschen besser als der andere Bild. Den mache ich sicher dann weiter bald. Aber der braucht wie jetzt momentan einfach bessere Items, bevor er in die Monolithen geht. Und da habe ich jetzt nicht die Lust, ja, eben die Akte. Also vor allem Lagon hätte ich jetzt wirklich Respekt mit, also wenn der so weit dann ist, ihn zu machen, den Hexenmeister. Der wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger sein mit dem Hexenmeister-Bild. Aber es spielen sehr viele Hexenmeister und die machen immer gute Builds. Ich müsste eigentlich nur mich irgendwie umskillen und dann habe ich vielleicht mehr Chancen.
Ich habe so das Gefühl, mein Hexenmeisterbild, den ich am Anfang nur wählen konnte aus ein paar, ist einfach nicht gerade so derjenige, der wirklich in Early Game viel Schaden, viel Ausdauer und so, also Leben hat und so. Jo. Also es ist einfach nicht so mein Bild. Ist vielleicht schon stark, aber ich habe ihn nicht gerne gespielt. Also ich spiele ihn schon, ja, gewissermaßen ein bisschen gerne, aber nicht so lange. Also da immer wieder Parts zu machen, war mir doch ein bisschen zu aufwendig. Die haben schon sehr viel Leben. Wow. Die wurden wahrscheinlich schon stark gebufft, habe ich das Gefühl. Vom Leben her und ja, vom Schaden gar nicht mal so viel. Also, dass ich da diesen Rundum-Beam Laser-Channeling-Fähigkeit gut tanken konnte, hat mich schon ein bisschen überrascht. So viel Leben habe ich gar noch nicht. Ich dachte immer, als Paladin hast du das auf mega viel Leben. Ja, vielleicht auch nicht so geskillt. Hä? Ich habe Attunement, also Einstimmung geskillt vor allem. Heilungseffektivität, aber Leben eher nicht so. Naja, also, jo. Ich denke, ich mache auch noch einen Livestream dann irgendwann mal. Vielleicht heute schon. Von Last Epoch. Aber ich will jetzt nicht alles wegnehmen und den Parts dann nicht mehr so viel zeigen können. Ich dachte einfach an ein paar Monolithen schon mal machen. Oder schon mal den Akt 8 fertig, 9 fertig machen, genau. Aber pff. Ich will einfach diese Gilde der Weissagung oder so, nicht genau. Halt schon endlich betreten, oder? Ja, sonst mache ich einfach mehrere Parts und lade die relativ schnell hoch. Ich weiß nicht, wie viel Kraft ich habe zum Streamen. Es kostet mir auch sehr viel Kraft. Ich bin halt einfach einer, der richtig leiden muss im Leben, aber. Jo, was soll ich dazu sagen? Ich bin's viel anders gewöhnt als ihr. Ich habe die Krankheit schon seit Geburt, denke ich mal. Ich weiß, wie schwer mein Leben ist. Ich muss euch nicht sagen, oh, mein Leben ist ja so viel schwerer als ihr, eures oder so. Ich kenne ja eures Leben auch nicht so fest, dass ich sagen kann, ihr habt keine Probleme. Auch wenn ihr komplett gesund seid. Sonst würdet ihr wahrscheinlich auch irgendwie, weiß nicht, Superhelden sein. Oder irgendwelche Helden, so wie in diesem Spiel. Also, jo, es. Ich kann einfach sagen, jetzt, ja, mir geht's nicht so gut und ich leide darunter einfach sehr, aber ja, mehr kann ich einfach nicht sagen, oder? Es ist bei mir halt ganz anders, meine Gefühle sind wahrscheinlich komplett anders als bei euch. Ich bin abgehärtet wie die Sau. Ich tue mir ja so extrem anstrengend beim Sport und so. Und auch, dass ich relativ gut noch Let's Playen kann und Livestreamen kann. Aber es ist wie für mich kein Problem. Ich sehe immer wieder die Leute, oh, sie haben irgendwas, oh, da eine schlechte Nachricht und dann leiden sie so mega drunter. Ich leide nicht. Ich kann nicht leiden. Ich kann nur sagen, okay, es macht mir einfach ein bisschen Probleme. Okay, wir müssen uns defensiver machen. Richturteil, endlich! Brauchen wir aber nicht mehr. Also brauchen wir auf diesem Bild nicht. Aber da habe ich ja immer sehr lange dran arbeiten müssen und es war sehr schwer, ohne Richturteil zu spielen, bis ich Richturteil endlich hatte. Aber ja, ist gut. Es ist eigentlich ziemlich gut, dass wir den nicht brauchen jetzt. Es ist mir ein bisschen zu langsam, zu lasch und so. Ich finde diese Boteneffekte viel schöner jetzt. Die haben mich immer so ein bisschen nicht punkt. So, also den haben wir eigentlich schon 14 Minuten eigentlich Akt 7 durchgemacht, außer den Anfang, den wir im letzten Part hatten. Aber das ist ja nicht viel.
Ging ziemlich schnell. The lance was found. Aha. And the bond was formed. Do you think we'll see Hierot before their fates are determined? Let's go together. With mine. Ja, mein Bruder, schon seit Anfang vom Spiel bist du mit mir dabei. Okay, du hattest eine lange Pause. Aber mein Bruder. Wo ich nicht mal den Namen hatte. Ah, der hat so einen komischen nordischen Namen. Gucken wir mal. So. Chulera. A Child heißt er, glaube ich, oder? Gradine dumm. Der Kommissar geht um. Ja, ja. Unendliche Sprache. So. A Grail, nicht Child, Grail. So, der hat mich jetzt gerade ein bisschen an Falco erinnert. Hat er einen Vogel? Hm. Ich glaube, er hat einen Vogel im Gehirn. So. Ja, der Falconier hat mir leider auch ja schon gefallen. Aber der Speed-Stil so mit zum Gegner hüpfen, Roll, also Saltos zu machen und dann nochmals dieses Bombardement drauf zu machen, war ein bisschen komisch. Also ich mag komische Speed-Stile manchmal eher nicht so, auch wenn es innovativer wäre oder so. Am meisten mag ich eigentlich irgendwie so Builds, die wie zum Beispiel die Fläschchen da, die Giftfläschchen sind, irgendwie auf den Boden werfen und die Gegner laufen drüber oder werden angezogen sogar oder sonst irgendwas. Irgendwie so, ja, halb Mercer, halb Damage, Direkt-Damage Sachen und Gift eben und so. Solche Builds mag ich eigentlich am liebsten. Oder Hungrings, nicht Hungering Souls, sondern andere Wandering Spirits, genau. So irgendwie. Solche Beats mag ich am meisten. Aber sie sind halt schon ein bisschen wenig spektakulär. Und eigentlich möchte ich Nahkämpfer sein, aber die Spiele sagen mir immer, mach keine Nahkämpfer, du spielst zu wenig. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr AOE machen. Ich hatte dort 2 von 3 wie jetzt. Und habe 1 zurücksetzen müssen, weil ich da diesen Cleaver nicht mehr brauchte und diesen Löffel genommen habe. Oh, ein Löffel. Ja. Ich benutze gerne Löffel. So, hier. Okay, die machen wir weiterhin immer. Die einfach gute Items geben. Ich brauche ja auch mal diese Vogelscheuche da. Die habe ich bis jetzt noch nicht gedroppt bekommen. Ist wahrscheinlich ein bisschen selten. Aber im Spiel hat wirklich viel zu wenig. Ich muss unbedingt mehr Parts bringen, gell? Und jetzt geht es mir auch gut, oder? Wenn ich einfach auch weiß, dass ja, der Bild wird einfach Fortschritte machen und nicht irgendwo stagnieren. Okay, den brauchen, also ja. Das ein Beschwörerbild möchte ich auch irgendwann mal wieder schaffen. Also einfach genug Minion HP haben und so. Und jo, wenn ihr Lust habt, kann ich noch nach Farmen, nach diesem Overseer kommen. Ich weiß nicht, wie er heißt, Overlord oder Overseer. Irgendwie so etwas. Wo einfach ein großer Wright erscheint und der kleine Wright spawnt irgendwie. Ja, ist ziemlich geil. Und jetzt kommen wir eigentlich so zum Gebiet, wo ich am liebsten einfach bin, weil ich dort am wenigsten hingehe wegen den Monolithen, oder? Das ist jetzt direkt so die Gebiete, die man jetzt eigentlich nicht mehr machen müsste, wenn jetzt nicht diesen Circle, diese 2 Circle wären. Ja. Die muss man halt noch holen. Wenn man dann einen neuen Charakter hat, muss man noch zum Circle gehen? Ja, wahrscheinlich schon, aber es ist ein bisschen doof, dass man jetzt die Kampagne durchspielen muss. Knapp durchspielen muss. Also ich weiß, dass es relativ, ich glaube, in der Oase dann ist. Wir müssen uns dort ein bisschen besser umschauen. Ich kenne den Akt wirklich noch nicht gut. Wieso? Ich habe ihn nie machen müssen. Also es, ja, schon machen müssen, aber wenn wir durchrushen, dann, wo ich dann stärker war. Weil ja, ein Attributspunkt und ein Fähigkeitspunkt, das interessiert mich ja nicht so sehr. Da bin ich nicht viel stärker. Ja, die Entwickler müssen das einfach noch ein bisschen besser verpacken. Also die Story einfach ein bisschen epischer machen.
Die Zwischensequenzen sind immerhin so erzählt, also würden sie episch sein, aber naja, also ich meine, ja, ihr werdet dann sehen, wenn ich das Game spielbar oder zeigen kann. Ich habe eine bessere Story. Das ist, na, das kommt vielleicht an Herr der Ringe dran. Aber pst, ich will keine Oscar gewinnen. Ne, es ist wirklich, ich habe schon das ganze Leben eigentlich eine Geschichte machen wollen. Nur meine Krankheit lässt mir keine Bücher schreiben. Sie lassen mich eigentlich auch nicht Games entwickeln. Es macht mich immer sehr, sehr müde. Sehr überarbeitet, oder? Wenn ich jetzt eine Stunde arbeite oder zum Beispiel streame, ich fühle mich so, als würde die ungefähr 10 Stunden im Bau arbeiten oder so. Das ist wirklich heftigst. Was übrigens, ja. Das können wir dann brauchen. Also übrigens, ja, wenn im Sport und so nicht so ist, oder wenn ich, doch wenn ich unterwegs bin, viel laufe, dann ist es so. Wenn ich viel laufe, dann ist es so. Aber schaut euch mal mecfs.de an. Da wird die Krankheit so gut erklärt, was genau die Punkte sind. Und da steht, ja, eigentlich ist Sport auch schlecht für uns. Aber es ist so, als würdet ihr merken einfach, dass ihr besser davon profitiert, dafür einfach müde sein. Also, es tut mir gut, dass ich eigentlich immer wieder Abwesend brauche. Mal mache ich ein Video, mal tue ich Sport machen dann. Dann mache ich mal einen Livestream. Also jetzt momentan geht es halt nicht gut mit so schwerer Krankheit. Aber ja, dann habe ich mal einen Termin und dann mache ich wieder Sport, dass ich dann immer wieder regeneriert bin und dass der Körper nicht müde wird. Das ist das Wichtigste. Also wenn ich jetzt schlafen würde, dann würde ich den ganzen Abend wahrscheinlich viel zu müde sein. Wenn ich jetzt schlafe, um 9.30 Uhr sogar schon. Weil es immer so 2 Stunden später dann extremst wird. Und dann musst du immer frühzeitig wissen, wie viel machen du kannst, du machen kannst. Und ja, das ist halt sehr schwer. Es ist, ja, dann leben wir zu einer höllischen Bürde, oder? Aber böse, dass ich jetzt eine Krankheit habe. Ja, ich habe es ja schon immer. Oder das andere, oder dass ich neidisch bin. Also ich bin nicht neidisch. Wahrscheinlich genau deshalb, weil mir diese Krankheit so abhärtet. Ich habe keine menschlichen Probleme sozusagen. Also ich habe keine psychischen Probleme. Ich habe keine ja, Selbstüberschätzung oder Selbstunterschätzung. Ich kann zu jedem Menschen so sozial wie möglich sein, es macht mir nichts aus. Aber viele Menschen nehmen mir halt auch wirklich die Zeit weg. Zum Beispiel zum Spiel entwickeln. Ich habe immer eigentlich irgendwie vor, am Tag etwas zu machen. Und das mache ich eigentlich gar nichts. Weil ich einfach, jo, viel halt anders mache. Also zum Beispiel eben das Let's Play, das kostet so viel Zeit eigentlich. Aber ich mache es so gerne und ich brauche das irgendwie pro Tag. Also ich kann jetzt nicht eine Pause machen. Und wenn es große Pausen oder so gibt mal, dann bin ich einfach im Krankenhaus und kann nicht zocken oder so. Aber ich bin nicht einer, der Ferien macht oder ja, einfach mal ein Part oder so nicht bringe oder so. Da habe ich auch wieder so viel Einstimmung, aber okay, es ist beides drauf. Abklingzeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Gut, das sollte man schon mitnehmen. Habe ich nicht irgendwo nochmals andere? Ich kann den einfach tot spawnen. Irgendwo habe ich noch Attunement. Ah, hier habe ich zum Beispiel Stärke. Irgendwo habe ich Attunement. In hohen Mengen gefunden. Es war diese Stärke. Auf jeden Fall.
Ja, ziemlich gut. Also den Land tue ich mal rein, aber ich habe noch nichts davon. Und Heilwirkung auch. Muss ich leider ein bisschen Damage rausnehmen. Ich denke, Leere brauche ich momentan nicht so. So. Und der hier, auch Heilwirkung. Der ist besser. Rüstungsbach betreffe mit Feuerfertigkeit, wir machen lieber Dinge noch. Lieber, ja, Rüstungsbruch. Wieso habe ich den Chat angehört? Beim Schauen. Gut, darauf geklickt. Also ziemlich geiler BC, muss ich sagen. Ich bin jetzt wieder überrascht, wie stark der ist. Wie er stärker geworden ist. Geil. Also, jetzt müssen wir bluten machen. Ah, wir haben auch bluten. Wir haben selber Blutenchance. Auch wenn der Gegner uns trifft oder wenn wir selber treffen. Chance auf Blutung bei Treff. Also wenn wir treffen. Ja, die Übersetzung ist manchmal schlecht, oder? Gab es eigentlich schon immer in den Hackenslays. Wenn steht Treffer, dann ist es manchmal auch, wenn wir getroffen werden, oder? Und wenn getroffen wird, nicht übersetzt, also das finde ich so. Naja. Gut. Ja, ich bin ein bisschen, wie sagt man dem, erschöpft vom Essen. Viel Brot gegessen. Wenn ihr gerne Nutella habt, probiert mal Ofenmaltine, wie heißen sie, Crunchy. Ist umso besser, also es schmeckt einfach irgendwie so, nicht so nussig, also es schmeckt eher halt nach Ofenmaltine. Und ich habe das sicher auch in Deutschland. Ist ein Bessen. Also es schmeckt einfach mehr. Schmeckt nicht so süß, genau. Schmeckt eher einfach nach diesem Malz und der Schokolade. Und ja, ich esse es ungefähr seit einem halben Jahr eigentlich fast immer. Also manchmal ein bisschen Fleisch noch. Bisschen, also Fleisch. Wie sagt man da? Trocken. Rohschinken zum Beispiel. Habe ich auch erst kürzlich mal einen Pack gekauft. So. Wie soll das gehen? Die Affixe sind aber höher. Ich glaube, Rot ist T6 und 7. Ich weiß jetzt nicht, was T7 für einen Rang hat, also ja, Farbe haben vom Rang. I cannot do that. Ich finde die Grafik so schön hier. Ich bin gerade am Holzdillen anschauen. Oh, bin verliebt in Holzdillen. Ich will aber mit dem Boot. Ich will mit dem Boot. Das ist gerade. Nein, ich will mit dem ganz schrägen Boot da links. Es wäre so geil, wenn man drauf hüpfen könnte und dann ein bisschen lenken könnte. Jo. Dann gehen wir noch zum Wegpunkt. Ich habe gerade noch geschaut, wie viel Zeit wir haben. Die Partlänge.
Ich habe nicht drauf geklickt, oder? Doch, ich habe drauf geklickt. Aber die Ladezeiten sind nicht so hoch. Okay, jetzt. Einer hatte mal zwei von diesen Geistern. Hat er beide Packs gekauft oder hat man automatisch bei, was ist das, Ultimate 1, das größte, dann noch die anderen Pets dazu bekommen? Sie sehen halt so hässlich aus und ich habe so wenig Geld leider. Da kann ich halt nicht die Entwickler unterstützen. Ich tue die Entwickler mit Videos, mit Werbung unterstützen, die ich nicht mache. Ich spiele nur das Spiel. Ja, nicht bewerben. Oh, kauft euch dieses Spiel. Es ist so geil. Es gibt tote Vögel. Vogelmensch. Alle Vögel. Oh, da ist ein Boot. Kauft euch das Spiel wegen dem Boot da hinten. So. Also. Wir kommen jetzt hier unten. Jo, oh, mein Gott, ich will hier wohnen. Ich will hier gleich einziehen. So. Tschüss, gute Nacht. Guten Morgen, ja. Und Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.